Pascal ist 17. Bei einem Krankenhauspraktikum infiziert er sich mit Covid-19. Er trägt das Virus mit in die Quarantäne nach Hause und seine Mutter steckt sich bei ihm an. Ihr ging es ziemlich schlecht, also sie hat wirklich schlecht Luft bekommen und daraufhin habe ich den Krankenwagen natürlich angerufen. Ich und mein kleiner Bruder, wir waren erstmal ziemlich ruhig, weil wir dachten, das wird jetzt vielleicht 2 Wochen dauern, eben auf der normalen Station und dann kommt die Mama wieder zurück, ja, so haben wir das gedacht. Aber so kam es halt nicht. Da hat sie uns noch eine allerletzte Nachricht auf WhatsApp geschickt, also eine WhatsApp-Audio. Ja, passt auf euch auf und wir sehen uns wieder. Das waren ihre letzten Worte. Plötzlich kam nichts mehr von ihr. Seine Mutter wird ins künstliche Koma versetzt. Das Virus wütet in ihrem Körper. Das Röntgenbild einer gesunden Lunge ist dunkel, bei ihr nicht. Die Mutter kämpft und dann schaut man dieses Röntgenbild sich an. Und dann sieht man halt, die Lunge ist kaputt, sie ist weiß. Im ersten Moment denkt man sich, oh nee, das packt sie nicht mehr. Aber ich war immer der Meinung, bis zuletzt, dass sie es schaffen wird. Hoffnung stirbt zuletzt, so heißt es ja. Die Hoffnung war bei mir erst gestorben, als meine Mutter verstorben ist. Davor nicht. Pascal zieht sich im Krankenhaus gerade die Schutzkleidung an, als seine Mutter stirbt. Auf einmal kommt ein Alarm, ganz lautes Alarm. Ich habe noch nie so einen lauten Alarm gehört, ja, im Krankenhaus. Und das war das Zimmer von meiner Mutter, ja. Als ich dann reingerannt bin, hat mich jemand festgehalten. Das war der Diakon. Und er hat dann nur zu mir gesagt, ja, Pascal, es ist gerade jetzt passiert, gerade jetzt. Covid ist halt schuld dran. 40 Tage lang war das ja nur der Covid-Virus, der die Lunge zerstört hat. Die Lunge war einfach nicht mehr fähig. Und meine Mutter hatte keine Vorerkrankung, hat nie geraucht, hat nie getrunken. Ja, da fragt man sich, was ist denn jetzt der Grund dafür, dass sie so einen schweren Verlauf gehabt hat und auf einmal verstirbt, ja? Sie war wirklich ein Goldstück halt. Sie war wirklich die Beste von allen, wirklich. Sie war so glücklich, lebensfroh, so hilfsbereit, so nett war sie, ja? Trauer, ich wusste nie, was Trauer ist, weil ich noch nie jemanden verloren habe, der mir wichtig war. Dann gibt es natürlich Momente, wo man dann denkt, ach, mir geht's heute doch so gut. Und im nächsten Moment geht's dir dann wieder nicht so gut. Dann bist du wieder trauern, du weinst dann wieder, weil du dann merkst, ja, die Mama ist halt nicht mehr da. Sie ist halt verstorben, Mann. Ich habe viel gebetet in der Zeit, sehr viel, als Mama krank war. Ich habe mich hingekniet, ich habe darum gebetet, heil meine Mutter. Sie ist sehr gläubig, sie glaubt an dich und du musst ihr helfen. Ich bitte dich. Wie traurig wäre das Leben, wenn man geliebten Menschen verliert und das auch noch zu früh. Das heißt, du hättest noch mehr Zeit verbringen können, aber geht nicht. Aber meine Hoffnung ist halt, dass es auch weitergeht nach dem Tod und ich sie dann irgendwann wiedersehen werde. Dass ich sie irgendwann wiedersehen werde, ob ich sie jetzt als Lichtgestalt sehe oder egal. Ich glaube halt dran, dass ich sie wiedersehen werde. Das gibt mir Hoffnung. Das auf jeden Fall.